Hallo Freunde und willkommen. In diesem Video will ich euch eine weitere Möglichkeit zeigen, Windows Images kostenlos und sehr einfach herunterzuladen. Ich denke, ich habe da mindestens ein Video schon mal gemacht, da aber doch immer wieder und wieder die Frage kommt, wie und wo kann ich Windows herunterladen, zeige ich euch nun eine weitere wirklich sehr einfache Möglichkeit, natürlich auch eine kostenfreie. Und zwar gibt es da ein kostenloses Tool, das, wie ich finde, echt nützlich und gut ist. Ich mache das mal ein bisschen größer hier. Es heißt Rufus. Ja, damit können wir bootfähige USB-Sticks oder SD-Karten erstellen. Habe da auch schon ein, zwei Videos darüber gemacht. Ist aber auch schon ein bisschen her. Jedenfalls können wir mit dem Tool hier auch sehr einfach fast alle möglichen Windows-Versionen herunterladen. Das ist jetzt hier die offizielle Webseite, denke ich. Wir können das jetzt hier runterscrollen und hier haben wir, es gibt auch eine portable Version. Ja, aktuell haben wir hier die Version 3.8. Das unterstützt auch Bahasa, sehe ich gerade. Okay, ich lade das jetzt mal schnell runter hier. Das müsste eigentlich ziemlich schnell gehen. Ich speichere das mal auf dem Desktop hier. Zack, damit ich das schneller finde. Und schon ist das hier durch. Genau, das ist meine Excel-Datei hier. Jetzt einfach als Administrator ausführen. Ja, mit der rechten Maustaste drauf als Admin ausführen. Und das dauert jetzt genau ein bisschen, vielleicht beim ersten Mal. Und schon startet jetzt hier unser Programm. Ich habe jetzt keinen USB-Stick oder SD-Karte hier verbunden. Brauche ich jetzt aber nicht. Und hier haben wir die, hier steht Auswahl. Ja, hier können wir uns, wie gesagt, ein startfähiger USB-Stick bzw. SD-Karte erstellen. Das habe ich aber schon mal gezeigt, wie das geht. Hier auf dem Pfeilchen klicken und hier auf Download, also Download auswählen. Zack. Und hier nochmal auf Download klicken. Jetzt wird ja das Download-Skript ausgeführt und schon haben wir jetzt hier die Möglichkeit, ISO, ja, Abbild herunterzuladen. Wir haben einmal hier Windows 10 oder Windows 8.1. Ich werde jetzt mal Windows 10 hier auswählen, einfach auf Weiter klicken. Hier haben wir mehrere oder fast alle Versionen hier. Ja, wir wählen unsere Version aus, die wir brauchen, die wir haben wollen. Ich nehme jetzt einfach mal hier die, keine Ahnung, 1803. Weiter klicken. Hier haben wir Home Pro Education. 1803. Ich lasse das jetzt hier mal Home Pro. Ja, hier ist je nachdem, was ihr da braucht, was ihr haben wollt. Auswählen, einfach auf Weiter klicken. Das ist jetzt hier selbsterklärend alles. Sprache auswählen. Ich lasse jetzt mal auf Deutsch weiter. Und nun genau, jetzt die Architektur hier 32 Bit oder 64 Bit. Hier haben wir nochmal die Möglichkeit, jetzt über den Browser herunterzuladen. Können wir hier anklicken, dann wird das über den Browser halt, über eure Default- und Standardbrowser heruntergeladen. Oder wenn wir das hier weglassen, wird das über den Tool hier heruntergeladen, wie ihr wollt. Das ist an euch überlassen. Ich lasse das jetzt einfach mal so. Jetzt einfach einen Speicherort hier auswählen, speichern, zack, und schon beginnt jetzt hier der Download. Ich habe jetzt das Häkchen da weggelassen beim Browser. Deswegen wird das jetzt hier über den Tool heruntergeladen. Meine Image hier, ja, dauert ein bisschen, je nachdem, wie, ja, was eure Leitung, Internetleitung hier gibt. Und schon haben wir unsere Image, die Image können wir natürlich mit dem Tool auch hier direkt auf einen USB-Stick ja, schreiben oder SD-Karte, je nachdem. Und schon haben wir unsere Windows-Image.
Und ja, können wir unsere Windows reparieren und installieren, was auch immer. Genau, das war es auch schon alles. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Über ein Like und ein Abo freue ich mich natürlich auch, wenn es euch gefallen hat. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.